Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe Microsoft Excel 2016 erster Schritt. Und hier geht es jetzt im zweiten Video um ganz einfache Grundrechnungsarten. Ich habe hier schon etwas eingetippt, nämlich Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Diese Wörter habe ich eingetippt und du siehst dann hier, da steht Multiplikation und das ist nicht sehr schön ausgeschrieben. Du siehst schon, es wird hier abgekürzt und wie kann ich das hier automatisch anpassen? Inhaltlich fahre ich mit der Maus hierher. Du siehst, dass sich der Mauszeiger verändert. Und jetzt mache ich einen Doppelklick und es passt sich automatisch dann hier diese Spalte dann an den Inhalt an. Das heißt, sie wird in dem Fall wird sie dann breiter. Wenn ich hierher gehen würde, würde sie schmäler werden, weil Division hier in dem Fall hier ein kürzeres Wort darstellt. Ich kann es aber auch hierher gehen wieder. Bei gedrückter linker Maustaste kann ich hier diese Zelle dann wieder erweitern. Ich füge jetzt hier ein paar Zahlen ein, die mir gerade in den Sinn kommen. Gebe welche ein, andere Zahl ein, alles was mir gerade so in den Sinn kommt. Und da werden wir jetzt gleich dann entsprechende Berechnungen durchführen. Und hier siehst du, vielleicht kannst du dich noch erinnern aus dem vorgehenden Video, ich habe hier eine Formatierung vorgenommen, deswegen habe ich hier Fett und Kursiv. Ich kann diese Formatierungen auch wieder zurücknehmen und schon schaut das Ganze hier dann wieder unter Anführungszeichen normal aus. Ja, und du kannst dich aus dem vorgehenden Video noch erinnern, wenn ich Berechnungen durchführe, dann klicke ich in diese Zelle hinein mit einem Doppelklick unter anderem. Macht dann wieder unser Gleichzeichen und dann bekomme ich hier zum Beispiel etwas vorgeschlagen, das ist hier diese Summenformel. Wenn ich hier draufklicke, schlägt mir Excel schon vor den Bereich, in dem eine Berechnung durchgeführt werden soll. In dem Fall steht hier B5 Doppelpunkt B6 und B5 ist hier, wenn du dich erinnern kannst, hier diese Zelle, wo der 12er drin steht und B6 diese hier. Und das Doppelpunkt bedeutet, dass von B5 bis B12 sollen alle Zahlen zusammengerechnet werden. Und dass sie zusammengerechnet werden sollen, bedeutet hier diese Summenformel. Wenn ich jetzt hier auf OK klicke, siehst du, dass tatsächlich das alles zusammengezählt wird. Hier siehst du die Formel, die hier automatisch mir vorgeschlagen wurde. Ja, und hier siehst du das Ergebnis und hier siehst du wieder im Namenfeld dann hier die entsprechende Adresse, den Namen hier dieser Zelle. Jetzt gehe ich hierher, mache wieder das Gleichzeichen und da schlägt mir wieder Summe vor. Aber in dem Fall möchte ich ja keine Summe machen, wie in den meisten Fällen vielleicht, sondern ich möchte eine Subtraktion machen. Und da habe ich eine andere Möglichkeit hier vorzugehen. Ich könnte jetzt hierher gehen auf Autosumme und könnte hier schauen, finde ich hier etwas? Ich habe jetzt hier nichts gefunden, gehe ich auf weitere Funktionen und suche dann hier weiter nach, ob ich hier etwas dann finde. Das bietet sich natürlich jetzt weniger an bei einer einfachen Subtraktion, sondern, das werden wir in einem anderen Video sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mittelwert berechne oder eine Anzahl von Elementen berechnen möchte, die zum Beispiel in einem bestimmten Bereich zu finden sind. Also, da werde ich jetzt bei einer Funktion nicht fündig werden, sondern ich werde das jetzt hier händisch eintippen. Klicke jetzt hierher und, weil es eine Subtraktion ist, nehme ich das Minuszeichen, drücke hierher und mache mein Enter. Und du siehst, es wird hier diese Rechnung fortgesetzt. Jetzt mache ich eine Multiplikation. Klicke hier hinein, nehme hier dieses Malzeichen, wähle dann die entsprechende Zelle, drücke wieder Enter und die Berechnung wird durchgeführt. Dann gehe ich hierher, möchte eine Division durchführen. Ich bin schon gespannt, was herauskommt. Die erste Zahl ist kleiner. Dividiert, klicke auf die zweite Zahl und es kommt hier raus 0,7555 und so weiter 6. Das heißt, das wäre das Ergebnis. Und jetzt machen wir etwas Tolles, was bei Excel auch ganz wesentlich ist. Ich kann hier Zahlen austauschen. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin und mache zum Beispiel hier, wechsle diese aus durch eine größere Zahl. Und du siehst, es passt sich automatisch das Ergebnis an. Und hier nehme ich eine kleinere Zahl und es kommt hier 22,5 heraus. Also ganz tolle Dinge, die ich da machen kann. Ich könnte hier ebenfalls dann, wenn ich ein Gleichzeichen mache, wieder eine Berechnung durchführen. Könnte jetzt in diesem Fall hier dann wieder die Summenformel nehmen. Und in dem Fall wird mir schon vorgeschlagen, ich sollte nehmen von C7 bis E7. Ich möchte aber von B7 das machen, deswegen klicke ich hier hinein und wähle mir jetzt den Bereich aus, klicke also hier auf B7, wähle mir diesen Bereich aus, du siehst, wie sich diese Markierung ändert. Es wird jetzt hier eingetragen B7 bis E7, drücke jetzt die Enter-Taste und es steht hier B7, E7. Klicke auf OK und es wird mir dann tatsächlich die Summe für diesen Bereich eingetragen. Und du siehst es hier oben dann in dieser Bearbeitungsleiste, da steht die Summenformel B7 ist gleich E7. Das gleiche könnte ich aber natürlich auch machen, indem ich dann ein Gleichzeichen machen würde und dann immer einzeln hier diese Adressen dann angeben würde. Jetzt mache ich ein Plus
klicke hierher, mache wieder ein Plus, nehme mir diese Zelle hier und diese Zelle hier, drücke Enter und komme zum gleichen Ergebnis. Einerseits hier ganz einfach in der Form und dann hier mit der Summenformel. Ja, und somit hast du jetzt also die Grundrechnungsarten in Excel eingeben können, hast hier mit Vorschlag einer Funktion gearbeitet, hier bei uns jetzt immer mit der Summenfunktion oder auch hier herüben eben mit der sogenannten Autosumme. Ja, ich hoffe, du hast hier etwas gelernt und ich freue mich schon auf dich beim nächsten Video.